Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch 20 nützliche Tipps und Tricks zu Wrath of the Lich King Classic vor. Viel Spaß beim Video. Sobald ihr euren Todesritter erstellt habt, landet ihr in einem instanzierten Gebiet, in welchem ihr die ersten Level bis ca. Stufe 58 verbringt und allgemein den Todesritter kennenlernt. Erst wenn ihr die komplette Questreihe durchgespielt habt, könnt ihr die Startzone verlassen. Solltet ihr euren Todesritter für das besagte Startgebiet mit zum Beispiel Tränken, Fläschchen oder Ausrüstungsgegenständen verstärken wollen, dann gibt es einen Briefkasten, welcher sich allerdings nicht wie gewohnt in der Umgebung freundlicher NPCs befindet, sondern vor einem Haus unterhalb der schwebenden Nekropole. Durch diesen könnt ihr eurem neuen Todesritter dann direkt etliche Gegenstände schicken. Ihr könnt ab Wrath of the Lich King Quests ganz einfach in Schlachtzügen teilen und müsst dafür nicht mal nebeneinander stehen. In den beiden Vorgänger-Classic-Versionen ging das nicht in einem Raid und ihr musstet sehr nah beieinander sein, sonst bekamt ihr die Meldung, dass der Spieler zu weit entfernt ist. An alle Angler unter euch und vor allem an die, die es werden wollen. Ab VOTLK könnt ihr eure Angel, wo immer ihr wollt, auspacken. Habt ihr in Classic und TPC noch die Meldung bekommen, dass der Angelskill für dieses Gewässer nicht ausreicht, so könnt ihr in Wrath of the Lich King überall angeln, wo ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel mit einem Angelskill von 1 in Nordend in jedem Gewässer eure Angel auswerfen. Hierbei bekommt ihr dann Skillpunkte, allerdings keine in diesem Wasser erhältlichen Fische, sondern nur grauen Müll, welchen ihr für wenig Kupfer beim Händler verkaufen könnt. Als Druide habt ihr nun die Möglichkeit, Tränke, Elixiere und Fläschchen in Tierform zu verwenden. Davor habt ihr in eure humanoide Gestalt wechseln müssen, um besagte Consumables zu konsumieren. Außerdem kann die epische Flugform nun ganz einfach beim Lehrer ab Stufe 71 für wenig Gold erlernt werden. Das schnelle Fliegen natürlich vorausgesetzt. Wo wir auch gerade beim Fliegen sind. Ab Stufe 77 könnt ihr in Dalaran das Kaltwetterfliegen für 1000 Gold erwerben. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, euer fliegendes Reittier Nordin zu verwenden. Das schnelle Fliegen wird dafür nicht vorausgesetzt. Das Besondere daran ist, dass ihr nur mit einem Charakter Stufe 77 erreichen müsst. Mit diesem könnt ihr dann das Foliant des Kaltwetterfluges kaufen und ganz einfach einem anderen Twink von euch via Post senden. Mit besagtem Twink könnt ihr dann ganz einfach das Buch in Empfang nehmen und ab Stufe 68 in Nordin fliegen. Da manche Gebiete, wie zum Beispiel der Sturmgipfel oder die Eiskrone, nur umständlich ohne Flugmount durchquerbar sind, beziehungsweise manche Quests sogar einen Flugmount voraussetzen, gibt es den Goblin-NPC namens Ehrlicher Max. Dieser befindet sich im Sturmgipfel, genauer gesagt im K3-Lager. Hier könnt ihr euch alle 4 Stunden ein 150% schnelles Flugmount ausleihen, welches ihr in den Gebieten Sturmgipfel, Eiskrone und Cholazar-Becken verwenden könnt. Wenn ihr euch für eine längere Zeit ausloggt, verschwindet das Reittier automatisch aus eurer Tasche und ihr müsst es euch erneut holen. Die Versammlungssteine haben keine Levelreichweitenbeschränkung mehr. Bedeutet, dass ihr nun zum Beispiel Mitspieler, welche ein deutlich geringeres Level als für die jeweilige Instanz benötigt, aufweisen, ganz einfach porten könnt. Hierdurch spart ihr euch auf blöd einiges an Reisezeit, wenn ihr in ein gewisses Gebiet müsst, in dem eine andere Instanz in der Nähe ist. Als Beispiel könnte man hier den Versammlungsstein von Uldaman nehmen. Nebendran befindet sich direkt das Low-Level-Gebiet Loch Modan. So können 2 Spieler ohne Hexenmeister ihren kleinen Kollegen ganz einfach via Port unter die Arme greifen. Einzig allein mindestens Level 15 muss der supportende Spieler aufweisen. Die Horde bekommt ein eigenes Mount, welches Spieler besagter Fraktion über eine Daily Quest im Ugoro-Krater ab dem Pre-Patch freispielen können. Ähnlich wie auch die Allianz den Frostsäbler aus Winterquell. Hierbei handelt es sich um den Gifthaut-Ravasaurus. Die Quest dafür kann ab Stufe 40 bei Morvek im Ugoro-Krater angenommen werden. Die Questreihe besteht aus 3 Schritten. Im ersten müsst ihr die Quest Gifttoleranz erledigen und euch 20 Mal von Raptoren mit Gift vollspritzen lassen. Dazu müsst ihr die Dinos allerdings erstmal auf relativ wenig Leben bringen. Zieht am besten eure Waffe dazu aus und versucht so wenig Schaden wie möglich zu machen, sonst fliegt der Raptor schneller um als gewünscht. Im zweiten Schritt müsst ihr nur ein paar Eier sammeln und ebenfalls wieder bei Morvek abgeben. Im dritten Schritt gibt es schon das Mount und hier beginnen zugleich die Daily Quests. Ihr benötigt nun neben 20 mal unverwüstliches Leder, 20 Runenstoff sowie 80 Gold 20 Dino-Zähnchen. Besagte Zähnchen bekommt ihr über das erhaltene Pet Gifthautjunges, welches euch jeden Tag eine Daily Quest gibt, bei der ihr einen Zahn erhalten könnt. Ihr müsst demnach 20 Tage lang die Quest abschließen. Anschließend könnt ihr alle benötigten Materialien gegen die Pfeife des Gifthaut-Ravasaurus eintauschen und euch das Mount beschwören. Ich verlinke euch die Quest samt genauen Standort in der Beschreibung. Wahrscheinlich der offensichtlichste Tipp, aber immer wieder wichtig zu erwähnen. Ihr benötigt einiges an Gold, um VOTLK im Endgame und auch schon davor entspannter spielen zu können. Ab Stufe 40 könnt ihr zum Beispiel den Dualspec für 1000 Gold erwerben. Solltet ihr ab Level 70 noch kein episches Fliegen haben, kostet euch das ohne Rufvorteil 5000 Gold. Pro Rufstufe bei Orgrimmar oder Stormwind werden euch hierbei allerdings 250 Gold erlassen. Bedeutet als Beispiel, seid ihr freundlich bei Orgrimmar, kostet es nur noch 4750, mit Wohlwollen 4500, mit Respektvoll 4250, mit Ehrfürchtig 4000 Gold. Wenn ihr dann mit Stufe 77 in Nordend fliegen wollt, benötigt ihr die Fähigkeit Kaltwetterflug, welche es in Dalaran auf dem Flugplatz für 1000 Gold zu erwerben gibt. Das solltet ihr auch definitiv priorisieren.
Für weitere schlappe 20.000 Gold gibt es ebenfalls in Dalaran beim exotischen Reittierhändler das Tundra-Mammut. Bei diesem bekommt ihr ein Bodenmount, welches beim Aufsteigen zwei Händler mit sich bringt. Bei dem einen könnt ihr reparieren, sowie zum Beispiel Reagenzien wie Ankh kaufen und bei dem anderen Dinge wie Pfeile, Essen oder Trinken. Bei diesem Mount habt ihr demnach immer eure Händler dabei und spart euch beim Farmen etliches an Zeit. Des Weiteren gibt es noch die Dalaran-Ringe für 8.500 Gold, wo wir auch direkt beim nächsten Punkt wären. Die epischen Ringe aus Dalaran, welche ihr beim Juwelier ganz einfach kaufen könnt, sind für einige Klassen, die gerade frisch auf Level 80 angekommen sind, best in Slot. Hierbei könnt ihr euch demnach direkt ein episches Item kaufen, wenn ihr die Maximalstufe erreicht. Auch wenn der Ring sich wertetechnisch nicht mehr für euch lohnen sollte, dann habt ihr mit diesem immer noch die Möglichkeit, euch alle 30 Minuten nach Dalaran zu porten, was einem zweiten Ruhestein gleichkommt. Ladet euch praktische Addons runter, die euer Leben und das eures Charakters deutlich vereinfachen können. Um ein paar Beispiele zu nennen, hier gibt es das Schweizer Taschenmesser-Addon namens Leatrix Plus. Mit diesem könnt ihr Dinge einstellen wie das automatische Verkaufen von grauen Items oder das automatische Reparieren. Das geschieht, sobald ihr einen Händler anquatscht. Dazu könnt ihr den Haken setzen, um automatisch Quests, Beschwörungen oder Wiederbelebungen anzunehmen. Mit den Gruppenfarben seht ihr im Chat die jeweiligen Klassen in ihren Klassenfarben. Mit einem weiteren Haken habt ihr einen Lautstärkeregler im Charakterfenster oder könnt eure Charakter- und Targetfenster vergrößern und verschieben. Ihr könnt außerdem den maximalen Kamerazoom entfernen oder euch Namensplaketten von Feinden nur im Kampf aktivieren lassen. Es gibt zudem noch viele andere nützliche Addons, wie zum Beispiel Clicklinks, mit denen ihr Links aus dem Chat kopieren könnt. Das ist vor allem bei Pax und deren Discord-Links sinnvoll. Addons wie Backnone, um eure Tasche in einem Fenster anzeigen zu lassen. Atlas Loot, um rauszufinden, woher ihr welche Items bekommt. Chat-Highlighter, mit dem ihr viel einfacher Gruppen suchen könnt, da spezielle Rollen wie zum Beispiel DPS, Tank oder Heiler in unterschiedlichen Farben angezeigt werden und so weiter. Wenn ihr in Dalaran vor der violetten Festung lang genug angelt und dabei unfassbar viel Glück habt, besteht die Möglichkeit, dass ihr einen rostigen Gefängnisschlüssel bekommt. Mit diesem könnt ihr die verrostete Truhe eines Gefangenen öffnen, welche sich hinter dem verbogenen Gefängnisstäben im Wasser befindet. In der besagten Truhe erwartet euch dann Beute, wie zum Beispiel ein blaues Item auf Item Level 200, Tränke oder andere graue Gegenstände. Vernachlässigt auf keinen Fall eure Berufe. Anders wie noch in den beiden Vorgängern, bringt jeder Beruf deutlich stärkere individuelle Vorteile mit sich. Die Herstellungsberufe sogar nochmal einen deutlich besseren als die Sammelberufe. Als Alchemist habt ihr zum Beispiel stärkere Fläschchen, als Schmied weitere Sockel, als Verzauberer Verzauberungen für eure Ringe oder als Juwelenschmied einzigartige Gems, die nur ihr verwenden könnt. Schaut hierfür unbedingt mal in unser Berufsvideo rein. Hier stellen wir alle Hauptberufe und deren Vorteile in nur 11 Minuten vor. Solltet ihr euch gerade auf den Weg nach Nordend machen, dann packt unbedingt ein paar Elixiere des Wasserwandels ein. Diese ermöglichen es euch, für 10 Minuten auf Wasser zu rennen. Das gilt natürlich nur für Klassen, welche keine eigenen Fähigkeiten dafür haben, wie zum Beispiel der Schamane oder der Todesritter. In Nordend werdet ihr immer mal wieder an Stellen gelangen, bei denen ihr froh sein werdet, wenn ihr nicht komplett außenrum rennen müsst, sondern einfach gerade über das Wasser laufen könnt. Standardmäßig hat euer Hauptrucksack in Classic 16 Plätze. Diesen könnt ihr allerdings mit einem kleinen Trick dauerhaft auf 20 erhöhen. Hierbei müsst ihr nur den Battle.net Authentificator in eurem Battle.net Account verbinden und aktivieren. Das Ganze dient als Sicherheitsaspekt von Blizzard, sodass euer Account nicht so schnell gehackt werden kann, da ihr zum Beispiel von eurem Handy beim Login am Computer einen generierten Code eingeben müsst. Dabei gewinnt ihr neben Sicherheit gegen Hacker noch 4 Taschenplätze. Eine genaue Anleitung, wie das geht, gibt's in der Beschreibung. Dalaran hat neben den schönen Fassaden und Gebäuden noch eine belebte Kanalisation. Hier findet ihr alles rund um Arena PvP, diverse Händler sowie eine kleine Anspielung auf die Ninja Turtles. Dabei hören nämlich ganz entspannt die 4 Kanalschildkröten ihrem Meister, der Kanalratte, zu. In der Mitte könnt ihr sogar Duelle austragen. In die Kanalisation kommt ihr nur über den normalen Weg, nämlich dem klassischen Eingang bei der violetten Festung oder einem Kanalrohr auf der Außenseite von Dalaran, welches ihr allerdings nur via Flugmount erreichen könnt. Der dritte und schnellste Weg ist allerdings über den Brunnen. Dieser befindet sich vor dem Handwerkerviertel. Ihr seht schon, dass sich darin ein Portal befindet. Durch dieses durchgesprungen landet ihr schnurstracks in der Schattenseite der Kanalisation. Wenn ihr euch in euren Hauptstädten bei den jeweiligen Portallehrern befindet, also das ist dort, wo ihr rauskommt, wenn ihr zum Beispiel ein Portal von einem Magier gestellt bekommt, dann befindet sich bei diesem ein dauerhaft geöffnetes Portal, welches euch in die verwüsteten Lande direkt vor das dunkle Portal bringt. Dieses dient vor allem Spielern der Stufe 58 als Zeitersparnis, welche sich auf dem Weg in die Scherbenwelt machen wollen. Schaut unbedingt, bei welchen Fraktionen ihr mit eurer Klasse bzw. Ausrichtung ab Stufe 80 Items benötigt. Bei diversen Fraktionen gibt es ab den jeweiligen Rufstufen, wie zum Beispiel wohlwollend, respektvoll oder ehrfürchtig, starke blaue und epische Items.
Um besagten Ruf zu erlangen, könnt ihr demnach schon auf dem Weg zur Maximalstufe etliche Quests der bestimmten Fraktion erledigen. Macht das am besten mindestens bis zur freundlichen Rufstufe. Ab hier gibt es dann bei den vier Hauptfraktionen, dem Wyrmru-Pakt, dem Argentum-Kreuzzug, die Kirin-Tor sowie die Ritter der Schwarzen Klinge einen Wappenrock. Wenn ihr den jeweiligen Wappenrock anlegt, bekommt ihr in normalen Stufe 80 sowie heroischen Dungeons Rufzuwachs bei der Fraktion, dessen Wappenrock ihr tragt. Dadurch könnt ihr ganz einfach den Ruf der jeweiligen Fraktion pushen, welche ihr benötigt. Tragt ihr dabei allgemein keinen Wappenrock, dann steigert ihr automatisch den Ruf des Vorposten der Allianz bzw. der Expedition der Horde. Ich verlinke euch in der Beschreibung für jede Fraktion einen Rufguide. Hier findet ihr alle Quests, die ihr erledigen könnt, samt den Belohnungen für die jeweiligen Rufstufen. Sobald ihr Level 77 erreicht habt, beginnt ihr im Sturmgipfel im K3-Lager die Questreihe namens Sie haben unsere Männer. Das ist die Startquest, um bei der Fraktion die Söhne von Hodir Ruf aufzubauen. Das ist deshalb wichtig, da ihr ab einem wohlwollenden Ruf eure blauen Schulterverzauberungen bekommt. Ab ehrfürchtig gibt es davon sogar noch die epische Version. Ihr kommt demnach eigentlich nicht drum herum, besagte Stufe zu erreichen. Außer ihr seid natürlich Inschriftenkundler. Ihr startet bei einem hasserfüllten Ruf und arbeitet euch langsam durch die Questreihe durch. Ab neutral könnt ihr dann sogar die ersten Daily Quests abschließen, wobei ihr bei jeder weiteren Rufstufe weitere Daily Quests hinzubekommt. Ihr benötigt für die Reihe unbedingt ein Flugmount. Solltet ihr dieses noch nicht besitzen, dann greift auf den Tipp aus Punkt 6 zurück und leiht euch einfach eins aus. Die ganze Questreihe bringt euch zugleich massive Erfahrung und ihr spart euch vor allem wertvolle Zeit auf Level 80. Kommen wir schon zum letzten Tipp, welcher euch allerdings extrem viel Zeit sparen kann, vor allem für die Levelphase. Ab der Stufe 74 gibt es die Intro-Quest für Dalaran namens Das magische Königreich von Dalaran. Dieses schickt euch das erste Mal in die neue Hauptstadt. Ihr bekommt die besagte Quest von einem Mitglied der Kirin Tor und könnt diese eigentlich fast gar nicht verfehlen, da sie euch in mehreren Gebieten angeboten wird. So bekommt ihr sie in den jeweiligen Städten im heulenden Fjord bzw. der boreanischen Tundra, in der Drachenöde und sogar in den Grizzly Hills. Ich verlinke euch aber trotzdem alle NPCs in der Beschreibung, sodass ihr selbst nochmal nachschauen könnt. Kommen wir nun aber zum Tipp. Wenn ihr besagte Quest annehmt, könnt ihr euch von einem der NPCs nach Dalaran porten lassen. Hier müsst ihr die Quest dann abgeben und eine Folgequest annehmen, welche euch in den Kristallsangwald teleportiert, um euch von dort via Stein nochmal nach Dalaran zu porten. Nun wäre das Ganze eigentlich abgeschlossen. Die Idee ist nun allerdings, dass ihr die Quest nie abgebt. Dadurch habt ihr immer die Möglichkeit, von vier verschiedenen Gebieten euch kostenlos und ohne Abklingzeit nach Dalaran zu porten. Euren Ruhestein setzt ihr dabei einfach in einem für euch passendes Gasthaus. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns ganz einfach supporten. Link dazu gibt's in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch super gern Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in VOTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.